Wir alle lieben die Natur, aber wussten Sie, dass jedes Jahr Tausende von Wildtieren aus ihrer Heimat entfernt oder in Gefangenschaft geboren werden? Dieses Problem wird als Wildtierhandel bezeichnet und stellt eine Bedrohung für unseren Planeten und unsere Gesundheit dar. Wildtierhandel liegt vor, wenn jemand Pflanzen kauft oder verkauft, Tiere und deren Produkte. In einigen Fällen ist diese Tätigkeit legal, in den meisten Fällen jedoch nicht. Tatsächlich ist der Handel mit Wildtieren nach Drogen und Waffen die drittgrößte kriminelle Aktivität der Welt. Dieser Handel führt dazu, dass viele Arten verschwinden, wie Zengbe, Elefanten, Tiger, Haie, Schuppentiere, Schlangen und bunte Vögel. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Wildtiere nicht wissen, wie sie in Gefangenschaft leben sollen. Dies schränkt ihre natürlichen Verhaltensweisen ein, verursacht Stress und beeinträchtigt ihr Wohlbefinden. Deshalb Wildtiere bedroht. Aber auch unser eigenes Überleben ist in Gefahr. Denn wenn Haus- und Wildtiere zusammen auf engem Raum leben, führt die Häufigkeit des Kontakts zwischen ihnen und mit menschlicher Körperflüssigkeit zu einem erhöhten Risiko der Übertragung von Zoonosen. Die wichtigsten Hinweise auf die Ursprünge der Covid-Pandemie sind mit dem Tierhandel verbunden. Da der Handel mit Wildtieren auch unsere Gesundheit und unser Leben beeinträchtigt, müssen wir ihn bekämpfen. Helfen Sie uns, etwas zu bewirken. Kaufen Sie nichts, was aus dem illegalen Wildtierhandel stammen könnte. Wenn Sie ein Haustier bei sich zu Hause haben möchten, adoptieren Sie ein Haustier. Unterstützen Sie nicht die kommerzielle Ausbeutung von Tieren, wie Zamsbe Zirkusshows oder Shows mit Delfinen und Orcas. Kaufen Sie keine Wildtiere oder deren Teile. Der Kontakt mit Wildtieren ist nicht nur illegal, sondern erhöht auch das Risiko der Übertragung von Krankheiten.